Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Das hier ist Teil 2 vom ersten Video. Teil 1 ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß. Und ich stoppe nochmal kurz. Wir haben nämlich eine Menge Punkte, die wir hier einsetzen können. Wir haben immerhin noch die Hälfte vor uns. Und wir haben immer noch nicht Grönland. Moment, ich schaue mal kurz. Oh, Russland sieht schlecht aus. Wir haben nur 1% infiziert. Das reicht noch lange nicht, um Grönland zu infizieren. Aber wir haben natürlich nicht nur Grönland, wir haben auch noch so andere Orte wie Karibik, die haben auch nur einen Hafen. Oder Madagaskar. Oder Neuseeland ist häufig recht hartnäckig, auch wenn sie einen Flughafen haben. Neuguinea haben wir schon infiziert, was recht gut ist. Philippinen ist an sich häufig kein Problem. Dann lassen wir es erstmal weiterlaufen. Und wir haben Kanada und ein paar afrikanische Länder. Und da haben wir auch Neuseeland, sehr schön. Und jetzt kommen die ganzen Punkte. Oh, wir haben Madagaskar. Jetzt fehlt noch Karibik vor allem. Dann diese ganzen, so ziemlich alle Länder eigentlich noch. Und wir haben 100 Punkte, 104. Und Kasachstan geht gerade den Bach runter. Und Saudi-Arabien auch. Noch ein paar mehr Länder und wir haben jetzt gerade so viele Punkte, die müssen unbedingt ausgeben. Ich stopp mal kurz, das nervt uns ziemlich. Ich würde hier gerne genetische Verhärtung auf jeden Fall machen. Das wird dann schwieriger für die Heilung. Symptome würde ich jetzt ungern noch weiter was machen. Nehmen wir mal Vogel 2. Dann kann sich das noch weiter über Ländergrenzen übertragen. Übelkeit, nee, das wollen wir nicht. Machen wir gleich wieder weg. Und da haben wir noch ein weiteres Land. So, sieht gut aus. Machen wir mal ein bisschen schneller. Oh, wir haben Grönland. Wir haben Grönland. Wir haben das Spiel jetzt quasi durchgespielt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis hier genügend krank sind. Und dann können wir mit den schlimmen Krankheiten beginnen. Bisher sind es nur 3. Schwere Stürme erschüttern Karibik. Mal sehen, wie viele sind dort tot. 431 ist natürlich nicht so schön. Aber ihr seht, die ganze Karte wird jetzt langsam rot. Ausschlag. Machen wir auch erstmal weg. Und wir haben auch Marokko jetzt. Sehr schön. Wir schauen mal kurz, hier Welt, wir können mal schauen, ihr seht, 43% der gesamten Welt ist schon infiziert. Heilmittel, bisher gibt es gar kein Heilmittel und auch keine Forschung dafür. Und hier sind die interessanteren Sachen, vor allem die Ausbreitungsübersicht. Und ihr seht, gesunde Länder gibt es keine. Das heißt, wir haben jetzt alle Länder auf der Welt infiziert und vernichtete haben wir auch noch keine. Aber es liegt daran, dass wir noch keine schlimme Krankheit haben. Das heißt, jedes Land hat mindestens einen Infizierten. Das ist natürlich sehr schön. Oh, Durchbruch bei Fieberforschung. Das heißt, wir dürfen am besten kein Fieber als Symptom haben, weil sonst können die Forscher schneller die Krankheit erforschen und natürlich das Ganze verhindern. Schlafstörungen. Machen wir auch mal weg. Wir haben 122 Punkte, aber jetzt müssen wir noch so ein bisschen warten. Und ihr seht, ganz Afrika wird jetzt schon ziemlich schnell rot. Kanada hängt ein bisschen hinterher. Das mag ich nicht unbedingt, aber gut, kann man jetzt nicht unbedingt ändern. Und Island ist auch grausam. Und Grönland haben wir gerade mal 70 Leute. Wieder Schlafstörung. Das funktioniert scheinbar ziemlich gut. Also es mutiert sehr gerne. Zentraleuropa haben wir jetzt auch. Und Kanada wird jetzt rot. Das ist schön. Tag der Sensibilisierung. Ja, das ist nicht weiter wichtig. Sie kennen jetzt die Krankheit, aber sie fangen jetzt nicht unbedingt an zu forschen. Ah, ja, da haben wir es. Korea startet Arbeit an Heilmittel. Das ist nicht weiter schlimm. Einerseits, da haben wir Korea.
Die Forschung ist nur auf der ersten Stufe. Ihr seht, da sind ganz viele Balken. Und wir gehen mal hier auf Welt, Heilmittel. Ja, Forschungspriorität keine. Also die haben es vielleicht entdeckt, arbeiten aber noch nicht dran. Und wir haben hier genetische Verhärtung 1 und 2. Also überhaupt kein Problem. Und zur Not können wir darüber auch noch Genumbildung machen. Das ist dann vor allem dann nützlich, wenn die Forschung schon weit vorangeschritten ist. Und ich würde jetzt auch langsam anfangen mit den ganzen Symptomen. Ich meine, die haben uns jetzt schon entdeckt, dann müssen wir uns nicht mehr weiter verstecken. Und ihr seht, es sind sehr viele Krankheiten. Ich mache erstmal nur die erste und zweite Stufe der ganzen Krankheiten. Also ihr seht hier Anämie und danach Hämophilie. Ja? Also ich mache erstmal die erste und zweite Stufe, damit die Ansteckungsgefahr erstmal ein bisschen höher ist. Und wir haben was vergessen, da Lungenentzündung. Das ist auch noch zweite Stufe. Und danach kommen so die ganzen tödlichen Sachen. Ihr seht hier innere Blutung, Tödlichkeit wird sehr hoch. Und wir haben hier ganz viele verschiedene Sachen. Ja, ich werde da nicht durch alle durchgehen. Wir haben immer noch hier unser kleines Sorgenkind, Grönland. Wie gesagt, es macht immer recht viele Probleme. USA beginnt zu zerfallen. Warum denn? Ich wüsste nicht warum. Es sind zwar 2000 Tote, aber die sind jetzt nicht durch mich passiert. Mexiko schließt Flughäfen. Ja, ist relativ egal. Ganz Mexiko ist infiziert. Hier haben wir Grönland und Island. Island hat schon 6000, also das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Aber immer noch Grönland. Grönland hat jetzt 1000. Es wird aber noch ein bisschen dauern. Und die ganzen Länder fangen jetzt an, mit den Grenzen zu schließen. Hautläsion, ja, jetzt mache ich die Symptome nicht mehr weg. Sie haben uns schließlich schon entdeckt und da mache ich mir jetzt keine zu großen Sorgen, dass es irgendwie was Schlimmes sein wird. Ja, jetzt fangen sie an. Jetzt kommen sie 13% und Forschungspriorität hoch. Also jetzt fangen sie an, richtig zu forschen. Wir haben immer noch Grönland, was ein Problem ist. Crazy Plasma auf Beobachtungsliste, ja, nicht weiter ein Problem. Japan bei Heilmittelforschung führend. Das ist jetzt hier eine spezielle Sache. Und zwar kommt da jetzt aus Japan gleich ein Flugzeug raus. Es fliegt irgendwo hin. Und zwar ist das ein Forschungsflugzeug. Und dort kommen diese blauen Kügelchen auf. Das müssen wir einsammeln, um die Forschung zu verlangsamen. Und das wollen wir auch. So, Grönland hat 10.000 und Island hat auch schon fast 100.000. Dann fangen wir mal jetzt an mit den ganzen Symptomen. Mit den etwas schlimmeren Symptomen. Und erster Todesfall, also wir fangen jetzt an, die Leute abzuschlachten. Und hier immer wieder schön einsammeln, damit die Forschung verlangsamt wird. So, was haben wir hier? Grönland, ja, da haben wir schon so gut wie alles. Und Island haben wir auch schon so gut wie alles. Lähmung wurde mutiert, ist sehr schön. Und Grönland ist fast komplett infiziert. Und die gesamte Menschheit ist infiziert. Das ist ein wichtiger Punkt, denn jetzt können wir hier zu den Übertragungen gehen und die ganzen Sachen rückentwickeln. Wir müssen schließlich keine Menschen mehr infizieren, sondern jetzt müssen wir sie umbringen. Und dazu können wir uns hier diese extra Punkte holen. Und jetzt haben wir gar keine Übertragungswege. Und hier, das können wir jetzt auch mal wegmachen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen etwas möglichst Tödliches. Hier haben wir zum Beispiel Organversagen. Ist aber ein bisschen schwer zu erreichen. Deshalb machen wir jetzt die ersten zwei Stufen wieder weg. Also das, was wir vorher hatten. Und zwar so und so, genau. Das kann auch weg. Und Schlafstörung und Paranoia. Diese ganzen Sachen können jetzt weg. Und schon haben wir 42 Punkte. Es reicht leider nicht ganz für vollständiges Organversagen. Aber wir können hier noch Husten wegmachen. Und dann können wir uns das holen, das ein sehr tödlich ist. Hier haben wir Nekrose, ist nicht ganz so tödlich. Und die ganzen anderen Sachen sind nicht annähernd so tödlich. Also wollen wir uns erstmal vollständiges Organversagen.
und lassen es jetzt mal auf langsame Stufe laufen. Ihr seht, wir haben schon 30 Millionen Tote. Also das steigt jetzt sehr, sehr schnell an. Aber die Forschung ist auch schon bei über 50%. Das heißt, dagegen müssen wir auch gleich was tun. Starke Blutung, Symptomkombo. Ja, also das sind so Spezialfälle, wo dann wirklich noch etwas tödlicher wird. Und ihr seht, wir bekommen noch mehr DNS-Punkte. Das entsteht dadurch, dass mehr Leute sterben. Experimentelles Heilmittel für Crazy Plasma tödlich. Das ist sehr gut für uns. Die Forscher haben ein Heilmittel auf den Markt gebracht, aber es war tödlich. Und ja, es bringt erstmal Menschen um, natürlich. Und die Heilmittelforschung wird verlangsamt, was natürlich sehr schön ist für uns, da sie auch schon bei fast 70% sind. So, ich würde gern noch ein bisschen tödlicher werden mit der Krankheit. Also gehen wir wieder auf Symptome. Und wir haben hier, glaube ich, Nekrose als tödlichstes und als nächstes. 33 Punkte haben wir, 44 brauchen wir. Dann können wir noch ein paar Sachen wegmachen, wie hier Lungenentzündung und Niesen, so die schwächeren Sachen. Wir können auch etwas günstigere Sachen kaufen, hier innere Blutung. Das ist auch nicht allzu schlecht. Lungenödem können wir jetzt auch wegmachen. Und jetzt könnten wir Koma freischalten oder Immunsuppression. Ja, holen wir uns innere Blutung. Dann sind wir immerhin ein bisschen tödlicher. Und wir sammeln jetzt die Punkte wie sonst was. Jetzt gehen wir hier zur Genumbildung und machen die erste Stufe. Das setzt die Heilmittelforschung stark zurück. Ägypten in Anarchie verfallen. Kein Wunder, die ganze Welt ist schon fast tot. Japan wird weiterhin forschen. Und ihr seht, das ist fast auf maximaler Stufe. Aber die drei ganz rechts sind schon kaputt gegangen, weil eben ein Großteil der Personen dort tot ist. Und ihr seht diese drei Symbole oben rechts. Alle drei Sachen wurden gesperrt. Das heißt, Japan verbietet den Leuten jetzt rauszugehen oder irgendjemand reinzukommen. Ist natürlich viel zu spät. Wir können uns noch Genumbildung 2 jetzt holen. Dann wird die Forschung weiter zurückgesetzt. Dann haben sie eigentlich keine Chance mehr. So, wie viel kostet denn die letzte Stufe? 31 Punkte. Ist natürlich eine Menge. Und ich weiß noch nicht mal, ob wir die jetzt noch bekommen werden. Aber ich denke mal nicht. Jedenfalls war es das so gut wie mit der Menschheit. 50 Millionen leben noch. Das ist gar nicht mehr so viel. Wir können uns ja mal anschauen, welche Länder schon tot sind. Ja, aufzählen werde ich jetzt nicht. Aber sagen wir mal, ein Drittel aller Länder sind schon komplett vernichtet. Heißt, es gibt keine lebenden Menschen dort. Was natürlich sehr schön für uns ist. Weniger schön für die simulierten Menschen dort. 26 Punkte. Ja, ich glaube, das wird nichts. Dann machen wir es noch ein bisschen tödlicher. Nein? Okay, dann nicht. Ich wollte es ein bisschen tödlicher machen, aber da Fieber, das ist das Tödlichste, was wir bekommen könnten. Aber egal, machen wir einfach Fieber. Wissenschaftler nutzen Fieber aus. Oh nein, ich habe es vergessen. Ja, wir durften kein Fieber benutzen. Ich habe es einfach trotzdem gemacht. Ja gut, ja, jetzt sind sie bei 66%. Die sind einfach um 3% höher gesprungen. Aber egal, es leben eh nur noch 1 Million Menschen. Die werden jetzt nicht sehr viel mehr daran ändern können. Crazy Plasma wird Menschheit auslöschen. Ja, natürlich wird's das. Und ja, wir haben es so gut wie geschafft. 100.000, oh, da haben wir noch einen Punkt mehr. Der wird uns jetzt nicht mehr viel bringen. 10.000, 5.000 und so gut wie tot. Ja, 540 sind noch da und alle sind weg. Ja, wie schade. Wir haben gewonnen. Crazy Plasma hat alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Schauen wir uns mal den Krankheitsverlauf an. Wir haben rosa, die Ansteckungsgefahr, die wurde immer höher. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann alle angesteckt waren, habe ich fast alle Übertragungen weggemacht. Dann ist es sehr stark abgesunken. Genau in dem Moment ist aber auch die Schwere sehr viel höher geworden und auch die Tödlichkeit, vor allem durch dieses totale Organversagen. Das ist ein
ein Schlüsselelement, würde ich sagen, beim Auslöschen der Menschheit. Dann der Weltverlauf finde ich am interessantesten, den Graphen hier. Wir haben gesund, infiziert und Tote. Am Anfang haben wir natürlich 100% Gesunde. Und je nachdem, wie steil dieser Graph ist, vor allem der rote, desto schneller könnt ihr eben die Menschheit auch auslöschen. Wenn ihr das Speedrun wollt, dann müsstet ihr möglichst schnell möglichst alle Personen auf der Welt infizieren. Und ich glaube, ich mache das auch irgendwann mal. Wenn ihr das schon in der nächsten Folge sehen wollt, kann ich es mal versuchen. Und da haben wir dann die Toten am Ende. Die sind auch sehr schnell angegangen. Heilungsverlauf haben tatsächlich sehr viel Forschung betreiben können, aber haben es natürlich nicht geschafft. Sind bei, bei 66%, glaube ich, stehen geblieben. Also das sollte nicht allzu schlimm gewesen sein. Und dann machen wir weiter. Crazy Plasma hat in 760 Tagen die ganze Welt ausgelöscht. Das ist sehr schön. Gesamtbewertung. Also nicht besonders gut. Aber das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.